Bundesregierung gebeten, jetzt mal abzustimmen, rumzuschauen, rumzufragen, herauszufinden und damit aufzuräumen, mit diesem Irrglauben, dass es auf Hawaii kein Bier gäbe. Dass es auf Hawaii kein Bier gäbe. Ja, und so haben wir umeinander gesagt. Dann bin ich draufgekommen, diese Trottel. Die haben sie in den 50 Jahren, die Vorgänger von Obama, seine Affäre. Die Vorgänger von Obamas Affäre in den 50 Jahren haben die schon den Paul Kuhn belauscht. Es gibt kein Bier auf Hawaii.